Das ist Seismix, unser neues Stereo-Modul für das Euroreg. Es ist ein Zweikanal-VCA, ein Voltage-Controlled Cross-Fader, kombiniert mit einem Decay-Release-Envelope-Follower. Seismix arbeitet als Zweikanal-Mono-VCA oder als Mono-zu-Stereo-VCA oder als echter Stereo-VCA. Die beiden VCA-Regler sind als Attenuverter ausgeführt. Dadurch können Spannungen von minus 10 bis 0 Volt und von 0 Volt bis plus 10 Volt verarbeitet werden. Das Modul ist 10 HP, also 5 cm breit und ist für kleines Budget zu bekommen. Es folgen jetzt detaillierte Erklärungen der einzelnen Funktionen. Seismix besitzt zwei vollwertige VCA-Kanäle. Mit dem jeweiligen Potty wählt ihr aus, ob der Kanal auf positive oder negative Spannung reagiert. Dabei sind die Eingänge des VCA-Kanal R auf den Kanal L normalisiert. Mit diesem silbernen Spannungsmodul demonstriere ich jetzt die VCA-Kanäle. Die blauen LEDs zeigen dabei die positiven Spannungen an, die roten die negativen Spannungen. Seismix hat einen Decay Release Envelope Follower mit eigenem Potty, einem Triggereingang und einem Envelope Spannungsausgang. Das Interessante an dem Decay Release ist, dass es mit den beiden VCA-Kanälen gekoppelt ist. Dadurch entstehen völlig neue Soundvariationen. Die Decay-Länge wird hierbei durch die VCA-Regler oder durch die CV-Eingänge verkürzt oder verlängert. So, let's hear. Mit der Offset-Regelung verschiebt ihr die eingehende VCA-Kontrollspannung auf das gewünschte Niveau. Dadurch kann Seismix zwischen den beiden Kanälen switchen oder crossfaden und man kann problemlos die Spannung des Mittelpunkts einstellen. Zunächst Variante 1 als Switcher. Der Mittelpunkt in diesem Fall liegt jetzt bei 2 Volt.
Man kann natürlich problemlos den Mittelpunkt variieren, dass er bei 0 Volt ist und dann der linke Kanal auf negative Spannung reagiert oder der rechte dann auf positive. Mit einem kleinen Trick wird Seismix zum echten Crossfader. Dazu wird über den Triggereingang eine Frequenz gespeist und die Decay-Release-Länge sehr groß gestellt. In diesem Beispiel nehme ich einfach die gemeinsame Clock der Sequenzer.